Ich begrüße Sie zur Tagesschau Mittag an diesem letzten Sonntag im Mai mit einem ersten kurzen Nachrichtenüberblick. Wahrscheinlich sind Sie noch am Ausschlafen, denn es war eine lange Nacht, eine schöne lange Nacht, die Affen zu legen. Entschieden hat das Finale der Königsklasse gestern am späten Abend in Mailand. Erst ein Pfostenschuss von Atletico und dann Cristiano Ronaldo. Im Mittelmeer sind letzte Woche vermutlich deutlich mehr Menschen ertrunken als bis heute bekannt. Bei einem bisher unbekannten Vorfall soll ein Flüchtlingsboot mit 400 Menschen an Bord untergegangen sein. Das UNO-Flüchtlingswerk sagte heute, es gehe davon aus, dass allein in den letzten 7 Tagen 700 Menschen im Mittelmeer ertrunken seien. Die Schlacht von Verdun im Ersten Weltkrieg wurde zum Inbegriff für die Sinnlosigkeit des Krieges. Heute, 100 Jahre später, gedenken Frankreich und Deutschland der Toten. Das Treffen von Angela Merkel und François Hollande in Verdun ist aber auch ein Bekenntnis zur deutsch-französischen Freundschaft. Und das Wetter in Frankreich, das ist auch verantwortlich dafür, dass es bei uns. Genießen Sie den freien Nachmittag auch bei diesem grauen Wetter. Die Tagesschau meldet sich um 18 Uhr zurück. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Auf Wiedersehen.